Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und ja, wir wollen jetzt einfach weiter ein bisschen Kochsamen sammeln. Aber wir müssen noch Ressourcen sammeln übrigens. Deswegen müssen wir alles töten, was uns in den Weg kommt. Eigentlich. Nicht unbedingt alles, aber vieles müssen wir töten. Bam! Ich liebe es. Da kriegen wir von denen nur die Hörner und selten die Schwänze, ne? Das ist auch so ein Problem. Sollen wir einfach schauen, ob man das beheben kann, dass wir da mal vielleicht mehr Schwänze bekommen. Allgemein habe ich echt das Gefühl, dass die Dropraten teilweise echt ein bisschen fies gewählt sind, ne? Vor allem, wenn es um Herzen geht. Oh, hier ist ein Schrein in der Nähe. Auf mich hast du gewartet. So, wie war denn dein Schlaflabor? Frage ich erstmal so, Dr. Reggie. Haben sie was rausgefunden? Das ist der erste Feuer-Exalfor-Schwanz, den wir gefunden haben. In diesem Exalfor-Schwanz ist die Hitze der Umgebung gespeichert. An Waffen verlängert er deren Reichweite, ist aber auch als Medizinzutat nutzbar. Ich trinke heute ein wenig alkoholische Erfrischungsgetränke. Man möge es mir also bitte verzeihen, wenn ich vielleicht nicht so lange mache. Kommt drauf an. Was mache ich denn da? Was? Potatoes manchmal. Das kommt vom Alkohol. Ich schiebe das einfach auf den Alkohol. Ich habe zwar kaum was getrunken, aber ich schiebe es trotzdem schon mal auf den Alkohol. Präventiv einfach. Das ist immer eine gute Ausrede. Der Alkohol ist schuld. Der war schuld. Ja. So schaut es nämlich aus. Potatoes sind nämlich eigentlich perfekter Spieler, aber der Alkohol, der kam einfach so in mein Zimmer und dann hat er sich in meinen Mund geschlichen. Und seitdem kann ich nicht mehr spielen, also man merkt's ja, ne? Das ist schon dieser Alkohol. Nein, Spaß natürlich. Ich bin einfach schlecht. Aber ich gebe immer mein Bestes und das ist das doch, was zählt, oder? Ich sag mal, andere Leute haben schon so krasse Sachen gemacht. Ich hab jetzt mittlerweile angefangen, ein paar Sachen zu gucken, so von anderen Leuten. Ey, da bin ich halt echt nichts gegen. Leute bauen da Maschinen. Ah, okay, nice. Ja, ich kenne die One Letters auch. Der hat auch Schlafapnoe. Die Pappnase. Der ist aber selten leider da. Ja, Mann, viel zu selten. Pappnase, Schnurrbartbrille. Bis dann, tschüss. Ja, ist doch gut. Da muss man auch keine Angst haben, im Schlaf zu sterben. Ja, gut, sterben würdest du vermutlich nicht, aber du würdest halt die ganze Zeit aufstehen, wenn du keinen Kampf kriegst. Das ist sehr unangenehm, glaube ich. Ich hasse es ja schon, wenn ich aufstehe im Schlaf. Das hat man dann ja sicher in einer gewissen Regelmäßigkeit. Deine Freundin kann wieder ruhig schlafen. Ich glaube, du kannst auch wieder ruhig schlafen. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Eine Freundin kann vergehen. Ich wünsche es dir natürlich nicht. Aber dass du das mit der Apnoe jetzt geklärt hast, ist, glaube ich, eine wichtige Sache auch für deine Gesundheit und für deinen Schlaf. Also, das gönne ich dir natürlich von ganzem Herzen. Aber natürlich ist der Benefit, dass du auch anderen Leuten nicht auf den Sack gehst jetzt. So. Wo ist denn das Ding? Ist das hier unten? Ah, da ist er ja. Ui, ich hab mich gefunden. Ich hab auch Schlafapnoe. Tschüss. So. Gut, ich sag mal, gegen das Schnarchen, im schlimmsten Fall steht man halt in getrennten Betten nicht. Sag mal, das ist auch kein Untergang. Wenn es nur das Schnarchen wäre, aber das ist ja auch gesundheitlich problematisch dann. Na, es ist ja nicht nur das Schnarchen, was dann das Problem ist. Also natürlich ein Benefit, dass das ja dann auch weg ist. Nice. Der Busfahrer ist echt. Ich glaube, das ist ich würde es als stressigen Beruf empfinden. Kommt drauf an, welche Touren du fährst, ne? Welche Uhrzeiten und so. Wenn du im schönen Schülerverkehr bist, oh. Auf so einer Strecke, wo die Kinder in die Schule fahren, uff. Wenn ich da zurückdenke an die Busfahrten damals.
Ja, genau, das habe ich mir, genau das habe ich mir nicht gedacht. Wir haben genau die gleichen Gedanken gehabt. Ja, Schulkinder sind schon schlimm. Also, die können ja auch nichts dafür. Sind halt dumm. So sind sie halt. Und sie haben auch das Recht, dumm zu sein. Dumm, laut und nervig. So sind Kinder halt. Aber wie gesagt, sie haben das Recht, sie sind halt noch jung, ne? Aber wir müssen, glaube ich, langsam hochklettern. Ja, dann bist du auch weniger, dann bist du auch besser ausgeschlafen, dann bist du auch eine weniger Gefahr. Weil ein Bus ist schon gefährlich, ne? Mit einem Bus kannst du Leute plattfahren, also. Auch Leute, die in Autos sitzen, kannst du damit plattfahren. Ja. So ist das. Verspätung bist, sitzt halt nicht drin, dann sind die Leute auch noch pissig, wenn du verspätet bist. Ah, dabei kannst du da meist gar nichts für. Also eigentlich kannst du da nie was für. Also in der Regel fährst du ja pünktlich los. Ich kenne es ja von Busfahrern. Ich bin ja auch schon mal bis zur Endstation gefahren oder bin am Anfang reingestiegen, wo die dann ankommen. Dann sind die ja schon 15 Minuten vorher da und dann warten die halt, bis die Uhrzeit erreicht und fahren dann los. Die fahren pünktlich los. Aber die wollen auch nicht zu spät fahren. Komm. Aber ist das halt dann immer direkt der Busfahrer schuld oder der Lokführer oder wer auch immer? Verspätung ist immer direkt derjenige schuld, der es fährt. Dabei sind es äußere Umstände, die dafür sorgen und schlechte Planung. Und Strecken und so weiter. Weil ich glaube, bei Bussen geht es einigermaßen. Ich habe selten erlebt, dass Busse zu spät waren, wenn ich ehrlich bin. Das erlebt man schon mal, aber Busse sind meist immer relativ pünktlich. Züge haben da größer das Schwierigkeit. Die können auch nicht, überhaupt nicht ausweichen. Züge müssen auf Gleisen fahren. Und wenn das Gleis, wenn die Lampe rot ist, ist die Lampe rot. Vielen Dank! Da hast du der perfekten Person übrigens das Geschenk-Abo gegeben. Die Wusi ist zwar gerade nicht da, aber die Wusi ist ja schon, die hat schon 11 Monate vorher abonniert gehabt. Oder 12? Ich weiß es gar nicht. Eins von beiden, also hast du ja richtigen Wusern. Vielen Dank für dein Geschenk-Abo. Das ist gut, dann kann ich mich gerade hier drüber hinwegtäuschen, dass ich gerade mein Liquid nachfülle. Weil ich hier gerade im Menü bin und einfach nur rede. So. Ich weiß, dass es Geschenkzufall ist, aber es ist halt genau richtig getroffen, die genau richtige Person getroffen. Da hast du die richtige Person aus Zufall getroffen. Ich glaube, Twitch hat das einfach. Twitch wollte der Wusi einfach eins geben. Ja, sie genau. Sie ist richtig. Ich hoffe doch, dass sie sich freut. Der hat in letzter Zeit auch viel mit Arbeit und Stress und so. Ich würde also nicht damit rechnen, dass sie heute noch herkommt und sich bedanken kann, weil. Aber heute ist Freitag, vielleicht hat sie ja Zeit. Ja, wir brauchen Feuerexhalverschwänze, deswegen. Let's go. Einen einzigen Schwanz bekommen. Unfassbar. Das Spiel ist so geizig mit den Ressourcen. Vor allem halt mit den Upgrade-Ressourcen. Das finde ich halt echt ein bisschen schade. Gerade die, die ich so besonders brauche. Erinnert ihr euch noch an Breath of the Wild? Da hat jeder Leune einfach ein Herz gegeben, oder? War das nicht so? Egal was für eine Farbe der Leune hatte, der hat immer ein Herz gegeben. Das nenne ich mal Arbeitsmoral. Dass du hoffst, dass der Arzt das nicht verlängert, damit du wieder arbeiten kannst. Ja, Leuten haben Herzen gegeben. Auch Inoxe. Und zwar alle. Aha. Bis dann. Daraus kann man ja Sachen kochen. Und in dem Spiel haben sie jetzt halt mehr Sachen, die sie droppen können, deswegen haben sie auf einmal weniger Herzen. Und weniger Schwänze. Warum limitieren die Schwänze? Ja, damit man mehr Waffen bauen kann mit den, Hörnern und so, aber trotzdem, das ist halt doof. Muss ich so lange hier sitzen? Oh nee, wo ist der Freund? Bitte nicht da drin, oder?
Hä? Was ist denn das Schwierige daran? Das ist direkt ums Eck. Nur wegen des Wassers ist das schwierig. Das ist ja 5 Meter entfernt. Okay, Potato sagt, was ist das Schwierige? Und gleich geht's los. Aber stell den hier oben. Ich könnte einfach hier drum herum. Guck mal, wie einfach das ist. Das ist ja Pipi einfach. Hä? Was war denn das Schwere da dran? Da war ja Pipi einfach. Anzünden. Ja, leider kann man die ja nicht anzünden. Man kann sie nur an ein Kreuz hängen, was man dann anzündet. Aber sie selbst werden ja nicht angezündet. Aber ich muss es nochmal ganz kurz, ganz wichtig nochmal sagen. Ich habe es mal in den Kommentar geschrieben unter dem Video, ne? Aber als ich diesen einen Krog gekreuzigt habe und das Kreuz verbrannt habe, natürlich war der Krog ein Stuntman, ne? Und es ist keiner zu Schaden gekommen. Kein Krog ist zu Schaden gekommen. Und natürlich, bitte nicht zu Hause nachmachen, ne? Ganz, ganz wichtig. Das war alles von professionellen Leuten inszeniert. Nur damit ihr das wisst. Hier, es kommt natürlich kein Krog zu Schaden bei mir. Das war ja der hier, ne? Genau. Und ich hätte einen Schaden verdient. Naja, ich bin auch ein bisschen, ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch ein bisschen rücksichtsvoller mit denen. Weil es sind halt nur noch ungefähr 90 Stück jetzt. Also, wir haben sie ja fast alle. Es ist immer so dieses Gefühl dann, wenn man sich da mit dem versöhnt, weil man ja im Endeffekt doch alle hat dann. Es gibt ja dann keine Männerwelt. Relativ bald sind wir durch. Das ist leider tatsächlich so. Wir haben nicht mehr viele Crocs vor uns. Das heißt auch, das Let's Play nähert sich seinem Ende, ne? Das muss man natürlich auch dazu wissen. Das Let's Play nähert sich dem Ende. Klar, wir haben den ganzen Untergrund noch und ein paar Nebenquests, aber danach ist es vorbei. Danach haben wir alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Aber wie viel das Spiel zu bieten hatte, oh mein Gott. Und ich muss sagen, dadurch, dass es so viel Inhalt gab, konnte ich auch relativ gut immer wieder zwischen den Crocs suchen und sowas, konnte ich immer mal ganz gut irgendwie was anderes einbauen, wie das südliche Irrschloss im letzten Part zum Beispiel. Ist auch eine coole Sache und so. Und sowas kann man da natürlich alles schön einbauen zwischendurch. Was schon mal sehr schön ist. Boah, okay, das ist wirklich weit weg, dieses Ding. Aber ich würde auch gerne in diese Höhle hier rein, weil das ist bestimmt auch noch was Cooles. Hi, Smitty. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Den Untergrund, den habe ich schon zu Teilen erkundet, aber noch nicht komplett. Noch lange nicht komplett. Da fehlt noch einiges. Ja, wenn du den Boss geschafft hast, muss es dir ja gut gehen, ne? Ja, mir geht's ganz prächtig eigentlich, sage ich mal. Ja, im Laufe des Abends vermutlich noch prächtiger, weil ich ja böse Substanzen zu mir nehme. Also, alkoholische Kaltgetränke, sage ich jetzt einfach mal. Aber keine Sorge, ich werde nicht betrunken streamen. Sollte ich betrunken werden davon, mache ich einen Stream aus. Das ist nicht schlimm. Wir haben morgen auch noch einen Tag, wo wir richtig wieder aufnehmen können. Wir haben Montag, glaube ich, Feiertag, ne? Was hat es mit diesen Dingern auf sich? Das hat doch irgendwas mit einer Quest zu tun, oder? Das ist doch... Wir haben noch schon mal so ein Ding gesehen. Es ist ganz schön weird. Ah. Und hier ist das Ende der Höhle leider. Ein bisschen blöd. Hier muss noch ein Moyoi sein irgendwo. Ja, ich habe schon versucht, was reinzulegen. Ich habe eine Banane reingelegt, weil das sieht aus wie so ein... Wie so eins von den Jäger, aber... Und es soll ja auch kein Krogsamen hier sein. Ich habe keine Markierung für Krogsamen. Die Bananen verbrennen nur. Nee, Red Bull ist ja nicht alkoholisch. Also Red Bull kann man mit Alkohol trinken, soll man aber nicht. Nee, bei mir gibt's hier bösen Rum. Gibt's. Es gibt Cuba Libre, quasi mit frischen Zitronen und Cola. Also auch noch ein bisschen Vitamine dabei, also soll sich niemand beschweren.
Ist das da vorne? Nee, da ist kein Loch. Hä? Wo ist denn der Majoi? Ah. Ich sehe die Schatzkiste da hinten, aber die interessiert mich ja eigentlich nicht. Ist das hier oben? Ich habe gerade gehört, glaube ich. Ja. Was? So. Chicken Rings. Chicken Rings sind auch sehr geil. Habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ich habe schon mal diesen Part gehabt, wo ich auch ein bisschen über Veganismus und so geredet habe. Das kommt auch daher, dass ich halt eben, wie gesagt, nicht so viel Fleisch esse. Wobei ich diesmal diese Woche tatsächlich ein bisschen Fisch essen werde, weil die Fischstäbchen im Angebot waren. Habe ich mir gedacht, komm, nimm jetzt die Fischstäbchen mit. Gut, es kommt aber auch darauf an, bei Vegetariern. Es gibt ja Pesketarier oder sowas heißt das, glaube ich. Und Leute, die dann noch Fisch essen. Ich sag mal, auch ein Fisch kann natürlich sterben. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, Fische sind nicht ganz so widerlich wie Massentierhaltung. Nein. Wir wollen ja nicht zu politisch hier werden. Wie gesagt, ich kann jeden Veganer oder Vegetarier komplett nachvollziehen. Ich bin halt zu faul. Ich bin zu faul und zu bequem. Ich weiß das. Sonst würde ich es auch machen, glaube ich. Ui, das wird aber ein großer Panzer jetzt hier. Soll ich wirklich so einen großen Panzer bauen oder soll ich das lieber anders machen? Ich kann ja einfach die Stahlding dann hier. Egal, komm, wir haben genug Batterie. Was soll der Geiz? Zeigen wir jetzt in die richtige Richtung? Ja, ne? Alle zeigen sie nach vorne. Richtiger Panzer. Guten Abend, Henrix. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Sind da vorne noch Gegner? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wer ist denn hier? Oh, das ist doch ein Jäger. Ich sehe es doch schon kommen. Ah, nee. Ah, gerettet. Ich kann kaum glauben, dass mich hier überhaupt jemand gefunden hat. Ich verlor meine Freunde aus den Augen und als ich nach ihnen suchte, sind mir vor Durst die Knie weich geworden. Falls du Wasser frisch hast, könntest du mir eine abgeben. Du bist ein echter Lebensretter. Danke. Ach, jetzt geht's mir besser. Noch niemals in meinem ganzen Leben war ich so dankbar für eine Wasserfrucht. Damit komme ich wieder auf die Beine. Ich werde gleich nach meinen Freunden Ausschau halten. Vielen, vielen Dank. Lass mich raten. Es gibt einen anderen NPC, der mir eine Quest gibt, dass ich seine Freunde finden soll. Und ich habe die noch nicht angenommen, deswegen ist da jetzt noch nicht viel raus geworden. Ja, man, irgendwie sowas wird es wohl sein. Ja, mit Stühlen kenne ich mich aus, mit der Problem, immer wieder Stühle kaufen zu müssen. Wenn ich mich manchmal ein bisschen umsetze und sowas, dann hört man das auch ein bisschen knacksen bei meinem Stuhl. Der ist halt auch schon älter jetzt. Kann auch nicht mit der Stuhl. So. Aber jetzt bringen wir erstmal den schönen Stein zum Schrein. Der Stein zum Schrein, so muss es sein. Das ist fein. Da wollen wir rein. Mit dem Panzer.
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe bei den Gerudo noch nicht viel gemacht an Quests. Ich bin da eigentlich nur, um den Tempel zu machen. War vielleicht ein Fehler. Nein, nicht wirklich. War kein Fehler, weil ich sammle ja eh noch Crocs. So haben wir noch ein bisschen was zu tun. So haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Mächtigste Nani im Großschwert, wunderbar. Ja, die Rennen sind alle lustig. Das Wasserrennen ist lustig. Das Taburasa-Rennen ist lustig. 139 Schreine. Und es fehlen also noch 13 Stück. Ich weiß nicht genau, wo die 13 Stück sind, wenn ich ehrlich bin. Ob die alle in der Wüste sind, ich bezweifle es irgendwie. Aber schauen wir mal. Okay. Machen wir es so. Pollenallergie. Habe ich zum Glück nicht. Bin ich ganz froh, dass ich verschont geblieben bin. Ist aber sehr weit verbreitet, so eine Pollenallergie. Viele Leute haben eine Pollenallergie. Pollen nerven trotzdem, auch wenn ich keine Allergie habe. Ihr wisst genau, was das heißt, wenn man diese Musik hört. Das heißt, Potato ist los! Drachenfarm! Drachenfarm leicht gemacht. Drache! Dann gib mir deinen Stoff, aus dem Legenden sind. Gib mir deinen Stoff. Gib mir deinen Stoff. Du nicer Drache, du. Du Kakadu. Gib mir deinen Stoff. Ich weiß aber, ein Sternsplitter, egal. Auf ans Werk und gib mir deinen Stoff. Aus dem Legenden sind. Gib mir deinen Stoff. Hallo Drache. Bitte lassen Sie mich landen. Ich bin im Landeanflug. Danke. Und danke für die Schuppe. Ah, es ist so herrlich, wie man hier einfach an den Drachen vorbei laufen kann. Die ganzen Drachensteine farmen kann. Ich mache halt Skincare für den Drachen, ne? Der will ja auch bestimmt die Steine nicht in seiner Haut stecken haben hier. Das ist Skincare-Routine. Oh, das war's schon. Boing. Ich hab's doch geschafft. Boing ist immer, wenn ein Potato failed. Hat er alles hinbekommen. Übrigens, man kann das Schwert von Skyward Sword wiederbekommen, wenn man wieder drei Krallen an der großen Mutter-Göttinnen-Statue quasi hinschmeißt. Aber da wollte ich mal ganz kurz sagen, dass das Schwert hier drin ist, hat ja schon eine harte Implikation, ne? Also Skyward Sword hat existiert. Skyward Sword existiert und der Tempel, der verlorene Tempel, ist der Tempel aus Skyward Sword. Und die Statue ist die gleiche wie in Skyward Sword, die große. Und das haben sie jetzt halt mit der bestätigt, mit dem Schwert. Ja, Mann, so ist es nämlich. Bitte nicht. Nee, so peinlich wie beim ersten Mal Drache stelle ich mich nicht mehr an. Da
Das war nur einmal, dass ich da mich ein bisschen blöd angestellt hatte. Das ist eigentlich dumm, dass ich die Waffe dafür nehme. Egal. Scheiß drauf, solange es Spaß macht. Schon mal vorab, ey. Die Leute direkt denken, dass ich fehlen werde. Ich bin dumm und schlecht, aber so schlecht bin ich auch nicht. Und so dumm auch nicht. Ich bin sehr dumm, aber nicht so dumm. Au! Du meinst die hier, oder was? Die Knochen? Die Bockbin-Knochen. Ich weiß, dass die Schaden machen. Das Problem an denen ist aber, dass die halt super schnell zerbrechen. Das hat ein Problem, was die haben. Du meinst ja die Hörner von den Gegnern auf die... Achso, du sagst auf die Pfeile. Achso. Ja, stimmt, das ist vielleicht eine gute Verwendung für diese... also du meinst diese Knochen da von diesen Gyptos, ne? Weil auf einer Waffe haben die ja nicht viel gebracht, ne? Das habe ich schon mal auf eine Waffe gepackt, als ich vor dem Leutenkampf stand. Und was hat es gebracht? 3 Schläge, aber das Ding war kaputt. Also es hat es nicht so wirklich gebracht. Ja, stimmt, aber es ist eine gute Idee, dass man die auf die Pfeile macht. Weil auf der Waffe bringt es halt wirklich nichts. Auf der Waffe ist es echt verschwendet. So, da wollen wir nach oben klettern, wa? Ach ja. Das Spiel ist schon was Feines. Ich habe jetzt übrigens 2500 Abonnenten auf YouTube durchbrochen. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das heißt übrigens auch, ich habe meine Abonnentenzahl verdoppelt. Also ihr habt meine Abonnentenzahl verdoppelt. Besser so. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich habe damit ja nichts zu tun. Also außer, dass ich so komische Videos hochlade auf YouTube. Auf diese komische Internetseite, dieses neue Ding da, dieses YouTube.com oder so. Ich weiß nicht, wo das... Ah, da ist die Wusi, die Beschenkte. Hi Wusi, du wurdest beschenkt, habe ich gesehen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich hoffe, die Woche war einigermaßen... stressfrei. Ja, aber wenn jetzt ein paar Leute hier im Twitch-Chat sind, die Frage ist, wollt ihr auch... Oh mein Gott, wollt ihr auch Streams auf YouTube sehen? Das frage ich jetzt auf Twitch, ne? So. Da-da-da-da. Ja. Ah, da. Leider hat da bei den YouTube-Videos keiner darauf geantwortet. Auf die Frage. Leider. Ja gut, der langfristige Plan wäre dann ja irgendwann wirklich exklusiv nur noch auf YouTube, aber... Ich weiß noch nicht, da muss ich halt schauen, wie ich das mache. Dass wir da hinwechseln. Wow. Dann versuch mal demnächst mal zu gucken, ob ich anfangen soll oder anfangen kann. So. Ei. Ja, ich hoffe, das mit dem Nerv hat sich geklärt. Dass das wieder in Ordnung ist. Warum klappt das nicht? Lass mich raten, das muss auf dem Dach aufliegen, ne? Und das klappt nicht, weil das nicht so richtig... Oh, lass mich doch in Ruhe!
Unfassbar. Glück haben meine Kollegen das erledigt. Ist aber noch nicht gerade. Perfekto! Bis dann, tschüssi! Ja. Wir haben die Crocs bald durch. Das ist doch eine schöne Nachricht. Es fehlen wirklich nicht mehr viele. Es fehlen jetzt noch unter 90 Stück. Wir können jetzt eigentlich quasi runterzählen, ja. So wenige sind das. Den brauche ich auch noch Schwänze. Ich brauche von allen Schwänze. Das klingt so falsch, ne? Ich brauche Schwänze. Leute, gebt mir Schwänze. Ich brauche Schwänze. Ja, der Kontext ist ja in Ordnung. Der Kontext ist, ich mir steck Salz vor Schwänze. Aber wenn man den Kontext nicht kennt, dann klingt das ein bisschen falsch, wenn man dann hört, ich brauche Schwänze. Also... dann klingt der Kontext einfach so falsch. Also, der fehlende Kontext lässt es falsch klingen, so rum. Oh Mann. Von dem brauche ich auch noch Augen. Ach komm, als ob. Geht doch, 3 Schuss, 3 Treffer. Ich brauche noch Octorok-Augen. Damit habt ihr übrigens keinen Spoiler. Ich habe natürlich gestern das Spiel nochmal angeschmissen. Und bin zur Fee gegangen. Hab geguckt, was wir so brauchen an Sachen. Weil darauf müssen wir uns jetzt auch langsam vorbereiten. Ne? Alles auf Level 5, Level 4 upgraden. Das kommt jetzt auch bald. Oh mein Gott, okay. Moment. Wie ist das denn jetzt passiert? Egal. Ich beschwere mich nicht. Das wollte ich mich auch. Also. Ja, wunderbar. Du Schildschilderer, du. Bis dann. Tschüss. Es war Absicht, also schon irgendwo, aber ich weiß nicht, wie es passiert ist auf einmal, weil eigentlich habe ich... Ich wollte das Schild rausholen, aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte es in der Luft nicht rausholen. Aber es hat dann ja trotzdem funktioniert, irgendwie lustigerweise. Du, ich habe schon so viele Raubschleimdinger. Ich habe noch kein einziges Rüstungsstück gesehen, wo man Raubschleimdinger braucht. Das Herz zumindest nicht. Das kann natürlich sein auf höheren Stufen, aber selbst dann haben wir so viel von denen eigentlich schon. Ja. Nachher kommt 20 Stück für eine Aufrüstung, das sehe ich schon kommen. Ich bin ja froh, dass es keine Griokerzen bisher benötigt, um auf irgendwas zu upgraden, ne? Weil Griokerzen wäre schon ein bisschen blöd, ne? Sag ich mal, wie es ist. Weil davon habe ich bisher noch gar kein einziges. Und wie viele Grioks haben wir getötet? Ihr müsst euch mal überlegen, wir haben 5 Krioks oder so getötet. 4 oder 5. Ah, vielleicht waren es auch nur 3. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir einige getötet. Und wir haben noch kein einziges Herz von dem bekommen. Ich stelle mir vor, es gibt ein Rüstungsset, wo jedes Teil 4 Herzen von dem braucht.
Ich war am Trinken, das geht so nicht. Das war ganz schön unfair von dir, oh unfair. Ich hau dir jetzt in deinen Pickel und dann bist du gleich tot. Das war jetzt gleich. Und goodbye und guten Flug, tschüss. Das ging schnell. Jetzt habe ich wieder eine Waffe, mit der ich die so schnell töten kann, ne? Ah, ich will lieber eine zweihändige Waffe nehmen, wenn es geht. Und was Zweihändiges habe ich nicht, ne? Doch, habe ich. Ich kann einfach den... Ah, ne, das ist keine zweihändige Waffe, ne? Nee. Habe ich noch was Zweihändiges? Ist das hier zweihändig? Nee. Das geht aber auch mit einer Königshellebarde. Da 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 da. So, der letzte Krog für diesen Part. Wir müssen nicht die Decke gehen für den Krog. Du hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. So, und jetzt kann ich mir auf YouTube mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Link und euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.